Ich bin der Flamur Schala von der Firma Fokus Strategie GmbH der Grendelstrasse 19 bzw. Grendel 19 6004 Luzern und gebe Online-Matheunterricht. Wir haben den Freitag, den 10. September 2021 und sind mit Aufgabe Nummer 3a. Wir haben drei Kundengruppen. Beziehungsweise wir haben unsere Kunden und ein Teil davon ist weiblich und ein Teil ist männlich. Wenn man den weiblichen Anteil anschaut, dann ist er aufgeteilt in bis 40 und über 40. Und zwar ist 40% bis 40 alt. 40 Jahre alt, ja. Und der andere Teil, 60%, ist über 40. Grösser als 40, ja. Dann haben wir hier noch 55% männlich von unserer Kundengruppe. Und hier ist 20% bis 40 alt. 20% bis 40 alt und 80% älter als 40. Das ist die jeweilige Aufteilung. Also haben wir hier Female Alter, Altersverteilung. Und hier unten haben wir Male Altersverteilung. Das sind die verschiedenen Gruppen. Ich tue gerne so Informationen in einer Tabelle niederschreiben, einfach weil es. Ich finde es erstens übersichtlicher, viel weniger fehleranfällig, durch das, dass es eben übersichtlich ist. Und es hilft mir, noch eine gewisse Ordnung in die ganze Geschichte einzubauen oder auch einfacher zu prüfen, was ich jetzt berechnet habe. Darum, ich schlage vor, dass man hier eine Tabelle erstellt. Ja? Und zwar sieht die Tabelle folgendermaßen aus. Wir haben hier G für Geschlecht. Jetzt haben wir hier Female. Male. Dann haben wir hier 45%. Und hier 55%, zusammen gibt es 100%. In einem zweiten Schritt teilen wir noch jeweils das Geschlecht nach der Altersverteilung auf. Wir fangen oben mit den Jüngeren an, schreiben hier 40% hin. Und hier 60% hin, ja. Also da ist die Grenze, da ist 40. 40 liegt oben dran, ja.
Das kann man hier schreiben bis 40. Bis und mit 40, ja. Bis und mit 40. Und unten dran schreiben wir 20% hin. Bis und mit 40. Und also 41 und drauf ist dann 80% vom Anteil. Also das heisst, wenn wir jetzt die beiden Kundengruppen anschauen, dann sind bei den Männern die Männer eher älter als 40. Ja. Und bei den ja, das ist gut so. Also, sonst haben wir mehr oder weniger eine gleiche Verteilung. Jetzt haben wir. Jetzt haben wir da 360 Personen, die sind weiblich. Und 40 Jahre alt oder jünger, also eigentlich einfach 360 Personen, die weiblich sind. Das heißt, wir schreiben hier 360 hin. Und jetzt müssen wir anhand von dieser Zahl ausrechnen, wie viele von den Personen männlich sind bis 40. Also die Zahl da wird gefragt. Wie berechnen wir jetzt das? Wir haben hier einen Dreisatz. Also eigentlich rechnen wir jetzt auch 360 geteilt durch 45% mal 55%. Heißt also, wir rechnen 360 geteilt durch 45 mal 55. 440, das heisst, wir haben hier 440 Personen, die sind männlich. Und von denen sind 20% wiederum jünger als 40. Also rechnen wir mal 0,2 und dann sind das 88 Personen. Beziehungsweise, ich muss aufpassen, 360 bezieht sich da nicht. 360 bezieht sich auf Personen, weiblich und jünger als 40. Also kommt die Zahl da hin. Jetzt ist es sinnvoll, in einem ersten Schritt herauszufinden, wie viele Personen denn älter sind, also weiblich sind und älter sind als 40. Dann rechnen wir hier 360 geteilt durch 40 mal 60. Es gibt 540. Also sind 360 und 540 zusammengenommen, macht das 600, 900 Personen sind weiblich. Jetzt stimmt's. Jetzt nehmen wir wieder den Dreisatz. Wir rechnen 900 geteilt durch 45%. Das geht uns ab. Also 1% ist in dem Fall 20 Personen. Ja. Also wir haben in dem ersten Schritt gerechnet 360 Personen geteilt durch 40% oder einfach durch 40 mal 60. Das da geht uns an, wie viele Personen 1% ist. Ja. Und auch da, wenn wir jetzt meine Methode anwenden wollen, muss mir das auch kurz ausdenken, wie man das macht. Ich habe das früher nicht so gemacht, aber ich habe den Dreisatz schon so oft verwendet, dass, ja, wenn ich auf 60% komme, dann in einem ersten Schritt. Wir können uns also eigentlich sagen, wir suchen 60% und wir wissen, 40% genau so kann man das sich überlegen. Dann machen wir das nach meiner Methode. Also wir wollen wissen, wie viel ist eigentlich 60%. Wir wissen, 40%
ist gleich 360. Jetzt rechnen wir beide Seiten GTA durch 40 und erhalten durch das 1% oder auch einfach nur Prozent gleich 360 durch 40. Und 360 GTA durch 40 ist genau 9. Das heisst, 1% ist 9 wert. Jetzt gehen wir da rauf und ersetzen hier Prozent einfach mit 9. Dann haben wir hier 60 mal 9. Und das ist 540. Ich denke, wenn man so vorgeht, wenn man das Prinzip verstanden hat, wenn man den Dreisatz so anwendet, wie ich das hier erkläre, dann sollte man eigentlich nie mehr, also nie mehr Schwierigkeiten nehmen. Dann sollte man einfach weniger Schwierigkeiten haben mit dem Dreisatz. Weil das ist auch, es ist auch sinnvoll, das so zu erklären oder so zu rechnen. Warum? Weil wir können argumentieren, ja, wir haben 60%. Also wenn wir 60 mal 1% rechnen, also was wir hier suchen, ist 60 mal das 1%, wie viel ist jetzt das 1%? Das müssen wir uns ja fragen. Und damit wir das herausfinden, schauen wir nachher, ja, wie viel ist jetzt 1%? Und dann wissen wir, haben wir dann irgendwo eine Gleichung mit Prozent und einer Zahl? Und dann sehen wir, ja, die haben wir oben. 40% ist nämlich gleich 360 und dann schreiben wir das als Gleichung auf. Wir können entweder sagen, 360 Personen, weiblich und 40 und jünger, haben uns ein Produkt gekauft. Oder wir können sagen, 40% von den Personen, die weiblich sind, haben uns ein Produkt gekauft. Das ist das Gleiche. Ja. Also schreiben wir hier 40% gleich 360 und rechnen nachher eben das 1% aus. Und wenn wir das haben, dann gehen wir da rauf und ersetzen da das Prozent. Dann sind wir bei 60 mal 9 gleich 540. Wenn man das ohne die Methode kann rechnen kann, umso besser. Ja, also ich mache das eigentlich intuitiv. Ich persönlich gehe jetzt nie nach dieser Methode vor. Aber wenn man den Dreisatz nicht verstanden hat, dann ist das mehr oder weniger die Erklärung. Also das, ist eigentlich, das sind die einzelnen Zwischenschritte. So, und jetzt haben wir 540 berechnet. Jetzt können wir weggehen von dem Ganzen und jetzt fangen wir das Ganze nochmal von Null an. Wir wollen herausfinden, wie viele Personen, wir wollen hier diese Zahl herausfinden. Ja, also wie viele Personen sind männlich und 40 und jünger oder halt bis 40 alt. Oder nochmal, wir wollen wissen, wie viele Personen sind männlich und jünger als 41. Dann müssen wir jetzt zuerst die Zahl herausfinden, wie viele Personen sind eigentlich männlich. Wie berechnen wir das? Auch hier wieder, wir schreiben hier, 55% ist gesucht. Also wir suchen 55 mal 1%. Wie viel ist 1%? Jetzt schauen wir nachher und sehen, ja, 45 Personen. 45 von allen Personen sind ja weiblich. Wie viele sind das? Das sind 900 Leute. Jetzt teilen wir beide Seiten durch 45 und erhalten so den Wert für 1%. Dann haben wir hier 900 über 45. Ja, mal 2, also um 20 ist das. Das heisst, 1% ist 20. Oder man kann einfach nur Prozent gleich 20 schreiben. Ja? 900 durch 45 ist 20, definitiv. Dann schreiben wir hier 55 mal 20 mal 1 mal 20, wie erwähnt. Mal 1 mal 20 oder einfach nur ja, 55%. Wir ersetzen hier Prozent und haben dann 55 mal 20. Das ist 110, 1100. Dann schreiben wir hier 1100. Und jetzt holen wir 20% von diesen 1100. Ja? Heisst also, wir rechnen einfach 0,2 mal 1100. Und auch da, wenn wir hier wieder mit meiner Methode vorgehen,
Wir wollen 20% von was? Jetzt ist die Frage, wie geht man in dem Fall mit meiner Methode vor? Folgendermaßen: 1100 ist in dem Fall nicht mehr 55%, sondern 1100 ist jetzt 100%. Gleich 100%. Jetzt teilen wir das durch 100, oben und unten. Also oben und auf beiden Seiten. Und dann haben wir auch Prozent gleich. 1100 über 100, das ist 11. Heißt also, wir können hier oben Prozent ersetzen mit 11, dann haben wir 20 mal 11. 20 mal 11, das gibt 220. Das heißt, 220 Personen sind männlich und jünger als 41. Oder 40 und jünger. Und mit dem haben wir auch das berechnet. Das ist nicht meine Methode, ich habe die nicht erfunden, sondern es ist einfach die Methode, das, was man eigentlich intuitiv macht beim Dreisatzrechnen. Das, was nicht ausgesprochen wird, aber eigentlich ist das das mathematische Vorgehen oder das, was man sich dabei eigentlich, der Gedankengang dabei, ja. Gut.